Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich spiele heute mal Adam, weil ich ihn einfach sonst nie spiele. Ich wäre alle in der Ecke gestartet. Es sieht so aus. Das heißt, ich gehe mal woanders hin. Und zwar laufe ich am Rand lang. Ich habe gesehen, einer meiner Mates hat ein Offering gedroppt, dass die Luke, sollte sie denn erscheinen und sollte sie wichtig werden, in der Killerhütte spawnt. Das sollten wir uns vielleicht merken. Kein Generator hier oben. Ein Demogorgon. Okay. In letzter Zeit wird sehr oft der Demogorgon gespielt. Ich weiß gar nicht warum. Aber okay. Nehmen wir so, wie es kommt, ne? Wir haben ja keine Wahl. Wir machen das Beste draus, hoffentlich. Er scheint auch direkt zum Schiff gegangen zu sein, weil wir haben gesehen, alle drei Mates sind am Schiff gewesen. Er hat Leute verletzt. Ich glaube, wir sind hier erstmal sicher. Ich wüsste gern, ob er Ruin hat. Ich möchte es aber nicht testen, weil sich halt einfach dann mein Gen zurücksetzt. Okay, die beiden sind wieder geheilt. Gut. Er hat sich nicht zu mir geportet. Ich bin immer so ein bisschen ängstlich, wenn ich das Portgeräusch höre. Oh, weggrabbelt. Weil wenn der Demo aus dem Portal kommt, ist er so ein paar Sekunden lautlos. Dann hört man nur dieses Stapfen. Oh, sehr gut. Jetzt geht hier auch direkt der Gen an. Die geht verletzt zum Haken. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Sag ich doch. Das ist halt absolut... absoluter Schwachsinn. Er kommt zurück. Ich heb ihn jetzt nicht auf. Er ist selber schuld. Ich habe halt jetzt den Haken freigemacht. Das ist halt auch jetzt sein Problem. Was ist das hier? Warum farmen die sich alle so ab? Ich halte mich raus. Ah, okay. Geliehene Zeit immerhin. Ich gerade. Wir haben zwei Gens an, zwei Haken. Wenn die sich jetzt wieder fangen da unten. Die machen halt gerade keine Generatoren. Wir schauen mal. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden mit L hing schon. Oh no. Das war absolut gar nicht gut. Wie ist das? Ich bin der Baum? Oder wie? Na, jetzt kommt, höre ich ihn nicht. Okay, er ist woanders. Er hat halt auch so einen kleinen Cooldown, was das Pudeln angeht. Weiß gar nicht, hatte er Port? Nee.
Rob müsste schon längst abgelaufen gewesen sein. Ich glaube, dadurch, dass ich reingepupst habe und er dagegen getreten, war er halt einfach so weit runter wieder, der Jen. Wir sind bei der Shack in der Nähe, würde ich einschätzen. Jetzt kein Skill-Check verhauen. Wenn er nicht sowieso schon hier hinterkommt. Noch höre ich nichts. Da oben wird ein Portal weggemacht. Er ist auf dem Schiff. Nein! Ich war so weit! Oh nein, wenn die wüssten, wie weit mein Generator ist. Und ich habe hier einfach mal nichts. Nichts, nada, niente, nix. Er wird jetzt meinen Generator treten gehen, ja. Alles andere wäre auch dumm. Gut. Ich bin weg. Muss mich erstmal anfassen. Ich hoffe, der hat keinen Nurse's Calling oder so. Ist da gerade jemand in den Schrank gesprungen? Bis ich halt wieder an meinem Gen bin, ist der halt richtig weit runter. Ne? Ich muss es trotzdem versuchen. Obwohl nicht, dass hier Barbecue und Chili irgendwie dabei ist. Moment. Wir waren zu zweit da oben. Ich glaube, das macht gerade keinen Unterschied. Okay, nice. Macht gerade keinen Unterschied, ob ich mich hier ransetze oder an dem da drüben. Ich muss so ein bisschen nach unten gucken, damit ich was sehe. Okay, aber den ziehen wir durch. Juhu! What? Hat der Tüftler? Ich hab mich in Ruhe umgeguckt, wo die Ausgänge sind. Oh mein Gott. Ich hab's nicht kommen sehen. Hauptsache noch schnell die Palette gezogen. Aber er hat keinen Nöt, okay? Wir wissen, er hat keinen Nöt. Huch, sorry. Ich glaube, ich bin sehr laut geworden. Eventuell muss ich das ein bisschen nachbearbeiten. Oh mein Gott. Jetzt. Wo ist der Ausgang, Leute? Jetzt schlagen. Oh mein Gott, war das knapp mit der geliehenen Zeit. Oh mein Gott. Ich bin raus. Ich bin raus. Ach. Er hat abgewartet. Er hat ein gutes Gefühl gehabt. Oh mein Gott, war das knapp. Ich habe nicht so viel gemacht, die Runde. Ist mir total egal. Ich bin raus. Und ich bin so erschrocken. Ich bin so erschrocken. Hatte der... Der hatte Tüftler. Deswegen habe ich ihn nicht gehört. Und Barbecue tatsächlich auch. Uiuiui. So. Wir haben die Runde überlebt.
In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und bis ganz bald.